2016 halt schon gleich Miete, weißt du. Wir gucken mal ganz kurz nach, ob wir, wen wir hier einstellen können. Zwei Bewerbungen. Ich hatte mein eigenes kleines Baumarkt. Ich unterrichte Kundenservice an der Abendschule. Wir haben eh nur zwei Bewerbungen, also von daher können wir das beides raustun. Die ist vom Marketing her gut. Längere Bearbeitungszeit an den Kassen, aber jeder Verkauf bringt einen neuen Kunden hervor. Okay. Bekommt einen Stimmungsbonus während der Arbeit in einem wieder aufgefüllten Laden. Mobilgeräte, Bauer. So, die lernt schnell, verliert langsam Energie, Stimmung sinkt schneller und benötigt höhere Löhne. Ich stell dich trotzdem ein. Hui, das ist so böse. 11,11 Euro ist doch eine schöne Zahl. Wie ist es mit 14,20? Ach komm. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht, ne? Okay. Dann stellen wir die ein. Und schauen uns gleich einmal die nächste hier noch an. Rebecca Hesse. Filialleiter von einem Sportartikelladen für 11 Jahre. Ich habe das Universitätsbuch über Bargeldkontrolle geschrieben. Aha. Ist also gut an der Kasse, oder wie? Oh. Berühmtheit, Buchhalter, Frauenschuhe, Männerschuhe, Rufsegment, die Wartezeit in der Warteschlange kann nach einem großen Verkauf zurückgesetzt werden. Verkauf verläuft viel schneller, bekommt einen Stimmungsbonus während der Arbeit in einem wieder aufgefüllten Laden. Okay, gewinnt Bonus, Interaktion beim Kunden. Naja, dann. Wie? 16 Euro? Ach komm ey, wollt ihr mich pleite machen? 19,80, aber nicht mehr. Die räubern mich aus, oder? Das hätte man auch anders lösen können mit dem Geld. Was meinst du mit dem Geld? Jetzt stehe ich schon wieder auf der Leitung. Ach so, du meinst mit dem Gehaltsverhandlung? So. Doch, das, ich habe getroffen. Samstag, wir machen einfach mal 2 Stunden länger auf. So. Gut. Ja, mit dem Verhandeln. Damit man das genauer einstellen könnte. Ach so, ja. Das wäre auf jeden Fall gut. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze, aber an sich finde ich es jetzt halt auch nicht so verkehrt gemacht. Jetzt warte mal, ich muss mir die nochmal anschauen. Also die hat ja gerade mal ein Viertelchen bei Verkäufe, ne? Die ist hauptsächlich Artikelhandhabung und an der Kasse eventuell. Jetzt schauen wir mal die andere mal an. Die ist halt schon ein bisschen an der Kasse. Dann setze ich die an die Kasse. Ja, obwohl an der Kasse bleib ich stehen. Die sollen beide gefälligst hier draußen begrüßen und Gutes. Halt, Arbeit starten, hier, halt. Nein? Hä? Begrüßen. Ach so, ist ja auch komisch. Hä? Switcht es wieder um? Okay, Arbeit beenden, 5 Stunden, das heißt also bis um 12, ohne Pause, ganz klar. So, und sie dann ab 13,
Och. Da muss ich das aber. Warte mal. Arbeit beenden. Machen wir jetzt halt mal. Komisch, dass das dann grau wird hier, ne? Ich möchte es doch aber als Begrüßer haben. Den ganzen Tag bitte. So, Arbeit starten, aber bitte erst um 13 Uhr. Ist schon ein wenig tricky, oder? Das Ganze. Danke für den Follow, Don Peppy. Dann lasse ich das jetzt mal so. Keine Pause, so kürze ich das. Und Sachen sind drin. Wir haben noch 1900. Wir haben, was haben wir gesagt? Segment Bauer, ne? Ich kann ja meine Ziele hier gar nirgends sehen. Die sehe ich ja wirklich nur im Laden, ne? Ja, mal schauen, was da noch alles kommt. So, wir gehen jetzt einfach mal rein in den Shop. Hauptsache, unser Konzern läuft dann später. So, ist natürlich die Überlegung, ob ich nicht noch mal doch noch einen Aufsteller mache, ne? Ein rufbekannter Name. In Man Pants. Ja gut, ich habe jetzt drei Shirts, drei Hosen. Lokal bekannt. Warten wir mal ab. Das lassen wir erst einmal. Oh, warte mal, ich kann doch. Ja, da stellen wir dann vielleicht noch einen dritten ein. Das machen wir. Lassen wir da noch einen dritten reinholen. Und da die Überwachung quasi machen. Sollte geklaut werden. Jetzt warten wir es aber erst einmal ab. La Fashionable, ich kann ja nur die Anzahl erreichen, wenn immer die Hosen hier verkauft werden. Von daher kann ich das Ganze noch ein bisschen rauszögern, ne? Auch ganz gut. Thanks. So, und die Mädels, die stehen draußen Thanks. und schaffen uns die Kunden rein. Das ist doch gut. Brauche ich das schon immer machen. Wobei ich das ja eh nicht gemacht habe. So viel. Thanks. Hi. Spare 2 seconds. Ich meine, diese Alarmanlagen an den Türen, die sind ja auch nicht schlecht, ne? Aber wenn ich da jeden Tag dafür zahlen muss, das ist halt heftig. Finde ich zumindest heftig. Normalerweise installierst du das Ganze und dann ist doch gut, oder? Einmal Anschaffungskosten und der Strom oder vielleicht mit auf die Miete so ein normaler Betrag, strommäßig. Thank you. Naja, wedelt ihr nur mit den Armen. Thanks. Hey, can you help me? Thanks. Hey, a little help. Hey, a little help. Thanks. Da hat tatsächlich jemand Thanks. gewunken wegen der Kasse und die kaufen mir tatsächlich alle Sachen weg. Das ist Thanks. natürlich nicht schlecht, ne? Dann mache ich das jetzt mal ganz kurz so, weil wir haben ja schon 13 Uhr Thanks. noch was. Ich kaufe noch mal einen Aufsteller. Thank you. Du wartest halt jetzt, du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Mensch. So, zack. Jetzt halt. So, da wir jetzt eh keine Sachen mehr haben, ne? Können wir da auch nochmal nachbestellen. Dich können wir nach Haus schicken. Weil dann brauche ich die nicht zahlen. Und dann tun wir uns hier nochmal Sachen Thanks. mit rein. Hemden, langärmlich. Warte mal, Casual Clothes ist okay. Da machen wir dann auch wieder 5. Warte mal, ich habe zwei Aufsteller gemacht, ne? Dann nehmen wir noch das Sträflingshemd. Und dann nehmen wir noch kurzärmliche. Dann machen wir mal hier noch
5 Stück und hier auch noch 5 Stück. So. Es ist schade, dass man hier das Mindestlager eigentlich nicht einstellen kann. Das kann ich ja nur, wenn dann hier machen, an den Artikeln direkt, ne? So, ich würde gerne zumachen, den Laden. Geht aber nicht. Und ich möchte die Sachen, warte mal, was würde das denn kosten, wenn ich das bestelle? 29,12. Oh, warte mal. Schauen wir mal, was. Bestellverlauf? Nein, nicht Bestellverlauf. Verkäufe nachbestellen. So, was kostet es jetzt? 90. Na komm, dann liefer mal an. Dann habe ich es auf jeden Fall da. Wir haben zwar nur noch 2 Stunden offen, aber ist egal. So, pack hin. Auf was die eigentlich immer warten, ne? Mache ich zumindest mal die eine Palette hier leer. Dann können wir das vielleicht schon mal reinhängen. Halt. Jetzt habe ich natürlich meine Assistentin heimgeschickt, ne? So, was haben wir jetzt halt hier noch einstecken? Excuse me. So, ach nee, warte mal. Was mache ich weg? Have a minute. Jetzt stehen sie alle drei da und jubeln den Hosen zu. So, die pfeifen dann schon an der Kasse. Hey, a little help. Feierabend. Hat noch jemand was gekauft? Tatsächlich. So. Dann machen wir hier nämlich die Kurzärmlichen. Und dann machen wir noch die Gestreiften mit hin. Okay. Ich schau mal, was ich noch schaffe zum Einfüllen. So, dann noch mal ganz kurz. Stopp. Na, Mist. 1016 Miete, ne? Das ist killing me. Ehrlich. Das ist heftig. Bestellungen. Verkäufe nachbestellen. Nee. Eigentlich nicht, ne? Komm, wir gehen raus. Ab in den neuen Tag. Jetzt bin ich natürlich da durcheinander gekommen, weil ich mittendrin bestellt habe. Wir haben auf jeden Fall schon mal 3000. Also ich brauche einen orangenen. Okay. Einmal orange und einmal das dunkle, was ich auf jeden Fall dann bestellen muss. Ah ne, warte mal, Bestellverlauf. Ich weiß, es ist ein wenig umständlich, aber... So. Zack. Dann habe ich die zwei Einzelstücke schon mal her. Gut. Wir lassen wieder auf schnell laufen. Aber ich denke, dass ich jetzt halt eh vielleicht noch den Tag und noch einen weiteren Tag mache. Und dann ist erst einmal genug. Wenn ich dann um 18 Uhr nämlich den Stream noch mache mit Crow. Dann schaffe ich das eventuell nicht,
Henning, servus, hallo, guten Tag. Was wird denn dein erster eigener Laden sein? Ich habe 14.000 Euro aktuell als Konzernvermögen. Ich warte aber noch, bis ich einen eigenen Laden eröffne, bis ich so 20.000 bis 25.000 habe. Wie sind deine Erfahrungen, wie viel Geld man haben sollte, um einen Laden zu eröffnen? Also ich denke, die 25.000 sind schon mal nicht schlecht. Also 25 bis 30 ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Erster Kunde, erster Dieb, ja. Ich weiß nicht, ob ich es probieren werde mit 20.000. Schon wieder gestohlener Artikel, warum? Also anscheinend ist das noch ein bisschen verbuggt, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen gesehen. Außer ihr habt jetzt halt jemanden gesehen, der noch geklaut hat. Aber den einen Dieb, den habe ich ja erwischt. Hi, spare 2 seconds. Nee, auch nicht gesehen, ne? Thanks. Vor allem ist ja auch immer die Frage, wenn ich den Konzern anfange, mit was für Artikeln lege ich los? Also ich kann immer nur empfehlen, steigt nicht mit Lebensmitteln und Getränken oder sowas ein, weil das ist ein No-Go. Es liegt einfach daran, dass man da nichts verdient und die Kosten höher sind als das, was man einnimmt. Also immer besten mit den Klamotten anfangen. Entweder mit den Klamotten oder, wenn man es riskieren möchte, mit Elektronikartikeln. Weil die meisten kaufen einen bis drei Artikel. Also zwei ist so ungefähr der Schnitt, was die Leute kaufen. Ich bin mal gespannt. Ich denke, dass ich es wirklich wagen werde mit 20.000, aber... Mal schauen, dann muss ich schon wirklich... sehr knapp anfangen. Ich sollte vielleicht eine größere Kasse auch hinstellen, ne? Weil jetzt halt winken schon welche wegen Kasse. Thank you. Hey, have a minute. 1600. Thanks. Die kaufen mich schon wieder leer hier, ne? Thank you. Hey, can you nimm eher 30.000. Thank you. Meinst du nicht, ich soll es probieren mal mit 20, ob ich das schaffe? Eine Herausforderung wäre es, ne? Auf jeden Fall. Aber ich denke, es stimmt schon, 30.000 ist eigentlich eher sinnig. Also und wenn, dann definitiv kaufen den Laden und nicht mieten. Welcher Standort soll denn der Laden haben? Viel Bevölkerung oder mittlere Bevölkerung? Also mindestens mittlere Bevölkerung. Und Standort, wenn man jetzt von der Karte her ausgeht, jetzt da, wo der Armina-Shop ist, mindestens da. Also da bestelle ich jetzt halt nicht zwischenrein. Das lasse ich jetzt halt auslaufen. Sie schicke ich nach Hause. Ein Shirt ist... Danke. So. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall alle Verkäufe. Dann würde ich sagen, machen wir mal Verkäufe nachbestellen. 390. Nee, 50 Artikel mit den zwei. Nice. So. Ja, der Ausgangspunkt mit Geld ist auf jeden Fall ultra wichtig. Ah, da ist jemand krank. Aber ich wollte mal gucken, wegen... Mache ich jetzt einfach mal Vorstellungsgespräch. Was kannst du oder nicht? Sicherheit hätte die einen Stern, ne? Oh, immer das Weggehen, ne? Von dem Tisch. Sicherheit.
dann werde ich noch warten mit dem eigenen Laden. Ja, besser ist das. Ich kann es wirklich empfehlen. Und vor allem, so wie ich ja hier auch mache mit dem Shop, oder schon bei meinem letzten Konzernstart. Sicherheit auch nur. Oh, charismatisch. Getränke und Computer. Was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall kaufen. Okay, die ist auch nix. Und nicht mieten und mit wenigen Artikeln anfangen. Und am besten auch schauen, dass man so spät wie möglich dann Angestellte reinbringt. Dich stelle ich ein. Und 490, das wird halt immer weniger, ne? Mal schauen. Machen wir den Laden vielleicht? Nee, das bringt aber nichts, den Laden zuzumachen. Also anscheinend hat auch die Schwierigkeit ein bisschen nach oben gedreht, muss ich sagen. 4, Level 4. Was müssen wir nochmal haben? Beliebter Laden müssen wir haben, ne? Ah, ich wollte ja eigentlich mal zur Stadt gehen. Naja, mache ich dann. Mache ich jetzt danach dem Tag. Achso, ich muss erst einmal auspacken. Hugo, wo bleibst du? Oh, ich habe die gar nicht eingerichtet. Verdammt. Fällt mir gerade ein. Da war ich gedanklich schon wieder so weg, ne? Verdammt, ich habe die gar nicht, So, Arbeitsbereich, Aufgabe zuweisen, Sicherheit. Dana ist heute krank, jo, wissen wir. Was, Lieferung ist da? Hä? Der hat wieder was vergessen. Ab mit dir. Warum hat er das nicht alles gebracht wieder? Mal schauen, ob das was bringt. Also ich werde, wenn ich jetzt einen Dieb oder sowas sehe, nicht einschreiten. Hey, got a second? Hey, have a minute. Sondern bin einfach mal gespannt, was die macht. Schnell laufen. Hi, spare 2 seconds. Was hatten die eigentlich für einen Arbeitstag? Die hat jetzt quasi einen Komplettarbeitstag. Die kann ich ja dann mal in Pause schicken.